das Gehirn. 1300 bis 1400 Gramm schwer, 86 Milliarden Neuronen vor ungefähr 100.000 Jahren in der aktuellen Form erfunden. Und wie begann die Hirnforschung? Ganz einfach, wir haben reingeschaut. Sprich, eine Bohrung und dieser Schädel stammt aus der Jungsteinzeit, ist ungefähr 12.000 Jahre alt. Der hat es überlebt, wie wir an den Rändern sehen können. Wir wissen nicht, warum hineingebohrt wurde, ob es religiöse Gründe waren oder ob es schlicht und einfach Interesse war, was ist da drinnen. Hätte man allerdings auch einen Leichnam machen können oder dass man einfach Dämonen vertrieben hat. Wir wissen es nicht. Wirklich spannend wurde es dann bei den Ägyptern. Im Smithsonian Papyrus wurde erstmalig der Begriff des Gehirns erwähnt. Üsch, also wenn man mal nach Ägypten kommt und man liest auf einer Stele Üsch, weiß man Gehirn. Allerdings für die Ägypter war das Gehirn relativ irrelevant. Das war einer der wenigen Bereiche, die nicht mumifiziert worden sind. Es ist Herz mumifiziert worden, Leber, Nieren, also alles für einen guten Wiener Eintopf. Aber definitiv nicht das Gehirn. Das Gehirn hat man über die Nase entfernt und ja. Das Problem, was wir haben, alle Menschen fühlen sich als Fachmann oder Fachfrau für das Gehirn, weil jeder eins hat. Und es gibt extrem viele Meinungen, die totaler Blödsinn sind. Zum Beispiel, wir nutzen nur 10% des Gehirns. 10% des Gehirns geht zurück auf Marie-Jean-Pierre Florence. Der hat mit Tauben gearbeitet, um genau zu sein, mit Tauben, also nicht Menschen, sondern wirklich, was man essen kann, und hat Teile des Gehirns entfernt. Und der hat sich interessiert, wann kann eine Taube nicht mehr essen und trinken in ihrem Käfig, also wann findet sie nicht mehr den Futternapf, wie viel Gehirn muss man entfernen? Und man kommt drauf, man kann 90% eines Taubengehirns entfernen, findet die Taube immer noch ihr Fressen. Zyniker sagen, dass Pierre Florence den Cluburlaub vorweggenommen hat. Ich war noch nie auf Cluburlaub, habe mir aber erklären lassen, dass man mit 10% Gehirn am Buffet overdressed ist. Wir könnten jetzt beginnen zu erklären, welche Bereiche des Gehirns machen was. Zum Beispiel sehr beeindruckend, der hintere Bereich, da sehen wir, man kann ein tolles Experiment machen, indem man zum Beispiel was umwirft. Schneiden wir da? Schneiden wir, dann gehen wir mal rüber. Meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen jetzt erklären, welche Areale des Gehirns gibt, aber nur ganz kurz, dieser hintere Bereich, der ist für das Sehen zuständig. Und wenn man jetzt von vorne einen Schlag auf das Gehirn bekommt, dann knallt der hintere Bereich auf die Schädeldecke und man sieht Sterne, weil das visuelle Areal aktiviert wird. Wenn Sie hingegen einen Schlag von hinten nach vorne bekommen, dann wird das Denken aktiviert. Also man kann auch ohne große Werkzeuge experimentell in der Neurowissenschaft tätig sein. Erlauben Sie mir jetzt einen kurzen Exkurs in die Weiten des Amazonas. In den Weiten des Amazonas haben wir Bäume, wir haben jede Menge Tiere, unter anderem Glühwürmchen. Und Glühwürmchen sind nicht Leuchtkäfer. Leuchtkäfer leuchten gemütlich vor sich hin, hingegen ein Glühwürmchen blinkt. 3 Sekunden dunkel, blink, 3 Sekunden dunkel, blink. Das machen die männlichen Glühwürmchen. Männliche Glühwürmchen sitzen einsam auf einem Blatt und blinken vor sich hin. Und hoffen, dass die Weibchen, die in 50 Meter über den Bäumen herumfliegen, die schauen runter und sehen dann einmal ein männliches Glühwürmchen, kommen runter. Und wenn das dann passiert, eines der ganz wenigen Aufnahmen von Glühwürmchen-Sex, dann können sich 2 Glühwürmchen vermehren. Das große Problem ist nur, dass in den Weiten des Amazonas, der Amazonas ist wirklich groß. Die Glühwürmchen sind wirklich klar. Die haben keine Chance, dass sie treffen.
Deswegen machen männliche Glühwürmchen das, was auch man zu meiner Zeit gemacht hat. Man macht es gemeinsam, sprich, man geht gemeinsam in die Disco, zu meiner Zeit, wenn man sagt, man möchte Damen kennenlernen, à la traut man sich nicht. Und jetzt hat man aber folgendes Problem. Wenn man jetzt so einen Baum hernimmt, wo sich dann diese männlichen Glühwürmchen sammeln, und dieser Baum irgendwie leuchtet, reagieren die weiblichen Glühwürmchen nicht. Sie reagieren nur auf einen artspezifischen Impuls. Artspezifisch bedeutet, es muss genau in der richtigen Frequenz sein. Wenn das nicht in der richtigen Frequenz ist, keine Chance. Das heißt, die Glühwürmchen müssen sich synchronisieren. 1 Million Glühwürmchen müssen auf einem Baum gleichzeitig aufblinken. Und da ist natürlich die große Frage, wie machen die das? Und ich habe jetzt hier Glühwürmchen mitgebracht, elektronische Glühwürmchen, also echte waren schwierig vom Zoll her zu kriegen. Und wir sehen, dieses eine Glühwürmchen blinkt und leuchtet vor sich auf, das andere ebenso. Die beiden Glühwürmchen können sich noch nicht sehen. Sie sind beide unabhängig. Und wenn ich sie jetzt zusammenbringe, sehen wir, ohne dass sie sich berühren, sie haben sich synchronisiert. Wenn ich sie wieder auseinandergebe, beginnen sie sich wieder zu desynchronisieren. Viele würden jetzt vermuten, dass diese, das kann man dann auch nur erweitern, also es ist ein hochdemokratischer Prozess, ist die Frage, wie viel Hände hat man? Da baue ich mir auf Genetik, dass einmal irgendwann so ein Oktopus, so, jetzt haben wir 3 Glühwürmchen, also jetzt wird es dann schwierig. Was ich vermitteln möchte, warum kommt es zu dieser Synchronisation? Diese Synchronisation ist eines der spannendsten Prozesse, die in der Natur sehr oft von Bedeutung hat. Man hat tatsächlich einmal vermutet, dass ein, danke fürs Licht, dass man sagt, es gibt das Elvis-Glühwürmchen. So, 1, 2, 3, blink. Worauf die Biologen gesagt haben, Herrschaften, liebe Physiker, so kann es nicht gehen. Stellt euch vor, das Elvis-Glühwürmchen stirbt. Haben wir schon einmal gehabt. Der ganze Baum war tot. Aber es ist ein anderer Prozess und wir müssen gar nicht auf die Details eingehen, es ist mathematisch geklärt. Es ist ein stark demokratischer Prozess. Es ist ein Prozess, 2 Glühwürmchen treffen sich, das eine wird schneller, das andere wird langsamer in seiner Frequenz, bis es zum sogenannten Phase-Locking kommt. Beide haben dann exakt dieselbe Frequenz und beide blinken zum selben Zeitpunkt auf. Das dritte kommt dazu, muss sich an die beiden anderen anpassen. Und wenn dann alles richtig passt, dann schaut das Ganze so aus, wo auf einem Baum wirklich Millionen von Glühwürmchen gleichzeitig aktiv sind. Exkurs in den Amazonas. Und jetzt kommen wir wieder zum Gehirn. Unser Gehirn besteht aus Neuronen. Wir kennen 127 Arten von Neuronen. Und jedes Neuron ist anders geformt, hat unterschiedliche Strukturen. Praktisch können wir aber zwischen nur 2 Arten, den sogenannten erregenden und den hemmenden Neuronen, unterscheiden. Und um genau zu sein, es sind nicht einmal erregende und hemmende Neuronen, es sind die Kontaktstellen zwischen den einzelnen Neuronen, die sogenannten Synapsen. Neuronen berühren sich, ähnlich wie Menschen, ein Neuron bis zu 8000 andere Neuronen, gibt sogar welche mit mehr. Und es ist so, dass ein elektrisches Signal kommt zu dieser Synapse, führt dazu, dass hier chemische Stoffe ausgeschüttet werden, werden weitergeleitet auf die Postsynapse. Dort gibt es Rezeptoren und diese Rezeptoren verursachen wieder ein elektrisches Signal. Wir wandeln ein elektrisches Signal in ein chemisches und wieder in ein elektrisches Signal um. Und ganz ehrlich, jeder, der einmal Stecker verlegt hat, fragt sich, wieso bleibt man nicht gleich in der Elektrik? Wieso muss ich in die Chemie gehen? Ganz einfach. Die Synapse, die kann etwas. Das ist jetzt so ein durchschnittliches Signal, was da am Ende rauskommt. Dieses Signal kann moduliert werden. Das kann gedämpft werden oder es kann sogar massiv verstärkt werden. Die Synapse ist das, was wir als den Transistor des menschlichen Gehirns bezeichnen. Wenn irgendwas bei Ihnen falsch geht, Schizophrenie, Depression, psychische Probleme, was auch immer, egal, wann Sie sagen, Sie wissen, Sie haben ein Problem, Synapsen. Also, korrekte Antwort, wenn Sie zum Psychiater gehen, haben Sie ein Problem? Ja, irgendwas mit den Synapsen. Sind Sie fuhren dabei. So, damit haben wir Basics in Neurowissenschaft gemacht. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, woraus besteht unsere Welt? Funktioniert immer. Immer. Auf
So einen richtig süßen Hund. Jetzt stellen wir uns die Frage, was kann ein Hund? Also nicht nur, was kann er, da gibt es viele Meinungen. Was ist ein Hund? Ein Hund hat vier Beine, außer die Piratenhunde. Die haben weniger. Ein Fell, zwei Augen, außer wiederum die Piratenhunde. Und hebt beim Pinkeln einen Fuß. Jetzt werden wir sagen, stimmt nicht. Ja, ist richtig. Weibliche Hunde setzen sich hin, so wie üblich. Und dann frisst Fleisch. Wenn Sie einen Hund vegan oder vegetarisch ernähren wollen, stirbt er. So, Hunde. Kommen wir zu einem komplett anderen Objekt. Da gibt es jetzt kaum eine emotionelle Reaktion. Bäume. Woraus besteht ein Baum? Holz, Äste, Blätter und er ist grün im Sommer. Und dann gibt es natürlich noch Nadelbäume. Und das sehen wir schon. Warum geht's? Was wollte ich Ihnen kurz vermitteln? Es geht um Eigenschaften. Alles, was wir in unserem Leben definieren an Objekte, ist über Eigenschaften definiert. Wenn Sie sich jetzt diesen Obstkorb anschauen, werden Sie sofort feststellen, naja, diese Birne ist zwar rot, was normalerweise ein Apfel ist, aber es kommt um die Struktur, um die Form drauf an. Es gibt wahnsinnig viele Eigenschaften und im menschlichen Gehirn können wir um die 10.000 Eigenschaften wahrnehmen. Da können wir jetzt feststellen, eine Katze ist weich, außer sie ist tot, dann ist sie hart, schleimig, wenn sie krank ist und so weiter. Also da kann man strombetriebene Katzen gibt es auch, durchsichtige bei Harry Potter und so weiter. Also wir haben Eigenschaften. Und jetzt fassen wir das alles zusammen, was ich erzählt habe. Betrachten wir die Großhirnrinde. Die Großhirnrinde, ein Gebilde, 2 Quadratmeter groß, so dick wie Filz und das befindet sich hier gut zusammengelegt. Und was wir jetzt machen ist Folgendes, wir schauen uns ein kleines Gebiet dieses Gehirns an und betrachten ein sogenanntes Modellneuron. Das ist nur so ein bisschen die gröbere Struktur der Großhirnrinde, besteht aus 6 Schichten. Und die meisten Schichten haben nur die Aufgabe, eines klarzustellen, dass in unserem Modellneuron oder im Modellgehirn alle Neuronen miteinander interagieren und miteinander kommunizieren. Allerdings, ich werde mir jetzt ersparen, das hier darzustellen. Sie merken sich das in der Zwischenzeit. Und jetzt schauen wir mal, was kann unser Modellgehirn tun? Unser Modellgehirn kann Eigenschaften wahrnehmen, zum Beispiel Körpergröße, gibt es große, mittlere und kleine Menschen, Körpergewicht schwer, mittel und leichte und Haarfarbe blond, braun und schwarz. Und was wir jetzt machen ist Folgendes, wir schauen uns jetzt einmal dem Gehirn zu, was es macht, wenn es nichts macht. Das ist jetzt ungefähr 10 Sekunden vor dem Einschlafen, wenn Sie an nichts denken, also wirklich an nichts. Die einzelnen Neuronen sind zufällig aktiv, die Aktivität sehen Sie einfach in dem Aufleuchten. Die Neuronen verhalten sich ähnlich wie die Glühwürmchen, allerdings sind sie nicht über das Licht gekoppelt, sondern über elektrische Impulse, elektrochemische Impulse, um genau zu sein. Und jetzt zeigen wir unserem Modellgehirn etwas und dieses Modellgehirn, wir sehen schon, es beginnt schon seine Struktur, es beginnen jetzt immer 2 Neuronen aktiv zu sein. Und das Ganze geschieht natürlich in Bruchteilen von Sekunden. Jetzt hat dieses Gehirn jemand erkannt. Moa. Körpergröße mittel. Körpergewicht eindeutig zu groß. Haarfarbe noch braun. Das, was Sie jetzt sehen, diese gleichzeitige Aktivität an Neuronen, das, meine Damen und Herren, das ist ein Gedanke. Nicht zu sagen, ein Gedankenblitz. Es ist kein besonders beeindruckender Gedanke, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist der Gedanke Werner Gruber. Und jetzt, ich habe es erzählt bei den Synapsen. Diese Synapsen können sich verändern. Es gibt eine ganz tolle Regel, die Hebbsche Lernregel. Sind mehrere Neuronen gleichzeitig aktiv, dann verstärken sich ihre Verbindungen. Und wir haben ja gesagt, alle Neuronen sind miteinander verbunden und es passiert jetzt eines, das zusätzlich Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen entstehen. Und welche Aufgabe haben die? Wir haben 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass wenn ich von diesem Gehirn das nächste Mal gesehen werde, schneller erkannt werde. Schon über die Straßen, da sagt das Gehirn, Servus Werner. Die zweite Variante, und das ist noch viel wichtiger, was können Gehirne? Und da werden wir sagen, Literatur, Kunst, Medizin, streiten und so weiter. Eigentlich kann unser Gehirn nur eines. Und das ist jetzt, das ist das, eigentlich das Wichtigste. Stellen wir uns vor, ich habe einen Hut auf.
Sie können meine Haarfarbe nicht erkennen. Dann wird dieses eine Neuron nicht aktiv sein und das führt dazu, dass definitiv nur zwei Neuronen aktiv sind. Und jetzt ist aber das Tolle. Unser Gehirn macht etwas ganz was automatisch. Wenn zwei Drittel der Neuronen aktiv sind, wird das restliche Drittel dazu synchronisiert. Und genau um das geht's. Unser Gehirn kann nichts anderes als Muster vervollständigen. Alles, von dem wir umgeben sind, sind nur Muster. Und jetzt können wir zum Beispiel auch sehen, andere Personen, Carl Sagan, Kollege in der Astronomie, und sehr guter Kollege, der hat ein komplett anderes Muster. Und auch bei ihm kommt es dazu, dass die Synapsen sich verändern. Und was bleibt übrig, nachdem Carl Sagan oder ich gesehen wurde? Wir sind sogar gleichzeitig, können gleichzeitig Muster vorhanden sein. Das ist eine unheimliche Stärke dieses Systems. Und was jetzt übrig bleibt, wenn das Gehirn uns nicht mehr sieht, sind die Verbindungsstärken. Genau das ist das Lernen. Und jetzt zur Mustervervollständigung. Alles, was wir uns umgeben, sind Muster. Sie sehen hier ein schwarzes Dreieck auf schwarzem Hintergrund. Warum nicht? Kontaktieren Sie mich. Sie haben ein echtes Problem mit Synapsen. Wie stark die Mustervervollständigung ist, sehen Sie an diesem Beispiel. Wann das Bildungssystem funktioniert hat. Ich gebe einen Tipp. Das macht unser Gehirn ganz automatisch und es ist vollkommen egal, welche Art von Muster wir haben. Ob wir ein Bewegungsmuster haben, ob wir ein Kommunikationsmuster haben, wenn Sie in der Früh aufstehen aus dem Bett, werden Sie einmal auf die Toilette gehen, dann werden Sie joggen, also Sie gehen wieder auf die Toilette, kommen zum Frühstück, überlegen sich ein Croissant oder ein englisches Breakfast. Und jetzt ist schon wieder die Frage, Sie haben zwei Muster, die gleichzeitig da sind. Beide sind gleich stark. Wo man sagt, was nimmt man? Das Croissant bröselt. Nimmt man lieber das englische Frühstück. Das hat nur den großen Nachteil. Es ist schlicht und einfach zu üppig. Also gehen wir wieder zum Croissant. Beim Croissant ist wieder die falsche Marmelade. Also wieder zum English Breakfast. Dafür, wenn die Muster nicht klar erkennbar sind, wofür es weitergeht, genau dafür haben wir den Mandelkern. Wir haben bisher nur über die Großhirnrinde gesprochen. Im tiefsten Innersten des Gehirns haben wir die Kerne. Diese Kerne sagen uns, wofür wir ein Gefühl haben, was wir eigentlich wollen. Die Großhirnrinde sagt den Kernen, was gedacht wird. Und die Kerne sagen der Großhirnrinde, wohin der Weg geht. Dort sind unsere Triebe gespeichert. Dort, und das wird auch sozialisiert, im Mandelkern haben wir dann zum Beispiel Ängste. Und diese Ängste, sagen wir Großhirnrinde, dieses und jenes soll man vermeiden. Es gibt wahnsinnig viel zum menschlichen Gehirn zu sagen. Wir sind noch erst am Beginn unserer Reise der Erforschung. Aber für mich ist das Wichtigste, jeden Tag sterben Tausende von Neuronen. Sorgen wir dafür, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Danke.